Wo sind wir denn jetzt schon wieder gelandet? Ja, wo sind wir hier? Notenordner. Lautenkompanie. Du, weißt du was? Wir sind im Büro der Lautenkompanie gelandet. Ach toll, die mag ich. Was hier alles rumliegt? Ja, ein Album von der Lautenkompanie. Aha. Eine Schallplatte. Ach, und guck mal hier. Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Kennst du die? Nein. Die sind super berühmt. Das ist eine ganz tolle Band. Die Beatles. Nie gehört. Noch nie gehört? Nein. Guck mal, hier haben wir sie sogar. Hier liegt ja noch Fanmaterial rum. Wie gerufen. Also. John Lennon. Hallo, John. Paul McCartney. Hey, Paul. George Harrison. Hey, George. Und hier ist Ringo Starr. Hello Ringo, nice to meet you. Und was haben die jetzt für Musik gemacht? Oh. I need somebody help. Not just anybody help. You know I need someone help. Wow. Super, oder? Die sind toll. Die gefallen mir. Ha. Klasse. Könnt ihr die Musik auch auf den alten Instrumenten spielen? Weißt du was? Mir fällt gerade ein. Ich muss ja zur Probe. Na, dann ganz schnell los mit dir zur Probe. Dann machen wir mal die Musik aus. Kommst du mit? Na klar. Ja? Ja. Super. Da, 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 da. Warte, ich komme. Hallo Bu. Hallo Lisa. Schön, dass du da bist. Ja, ich finde es auch schön. Das war eine ganz nette Probe eben, oder? Ja, ganz gut. Hat mir gut gefallen. Und mir erstmal. Ah, hallo, wer bist du denn? Na, ich bin die Klanguste. Ah, die Klanguste. Wie konnte ich das vergessen? Ja. Hallo Bu, freut mich außerordentlich, dich kennenzulernen. Ja, mich auch. Sag mal, ich habe da noch mal eine Frage. Ja, bitte. Beim letzten Mal, ja? Da habt ihr so Musik gemacht, die war schon 400 Jahre alt. Das stimmt, ja. Und jetzt auf einmal kommt da so Rock und Pop dazu. Ja. Wie passt das denn zusammen? Das ist eine gute Frage, aber wir haben halt rausgefunden, dass in der Popmusik ganz viele Sachen genauso funktionieren wie in der Musik vor 400 Jahren. Ah. Kannst du uns das vielleicht ein bisschen erklären? Ja. Ja, das versuche mal. Klanguste, du wohnst doch eigentlich im Meer, oder? Ja, stimmt. Da gibt's doch Fische. Viele Fische. Ja. Und kennst du denn auch das Lied von den 10 kleinen Fischen? Ich sing dir das mal vor. Was? 10 kleine Fische, die schwammen im Meer. Blub, da sagt blub, blub. Genau. Das, eigentlich ist schon das ganze Ostinato. Was jetzt? 10 kleine Fische, die schwammen im Meer. Badadadum, dodum, dodum, taram, padam, padam, stupadira, da, 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 di, da, ba, da, da, di,
Da kommt irgendeine Melodie dazu. Genau, und so kann man das stundenlang singen. Das ist das Ostinato, das, was drunter liegt. Ach so? Sag mal, Bu, welches Instrument spielt denn normalerweise diese Stimme? Das Cello zum Beispiel. Ich bin ja Cellist. Stimmt. Ja? Also du bist ein Fachmann für Ostinato. Absolut. Und manchmal sind mit dem Cello noch die Gitarre dabei und die Laute natürlich bei uns. Und in der Popmusik, wer ist spielt es da das? Zum Beispiel auch der E-Bass oder E-Bass? Auch die Gitarre oder das Keyboard, was es halt so also gibt. Die tiefen Instrumente. Eher die tiefen Instrumente, ja, das stimmt. Mhm. Aber man kann es auch singen, ne? Wie wir gerade gemerkt haben. Verstehe. Ja. Und gucken wir uns das jetzt nochmal praktisch an. Ja, das machen wir nachher gleich. Da kommt ja ein Junge und dann spiele ich mit dem. Es gibt ja in der alten Musik ganz viele Arten von, verschiedene Arten von solchen Ostinati, wie man sagt. Ne? Man kann Ostinatos sagen. Aber ist nicht so schön. Ja, die Italiener, die das Wort erfunden haben, die sagen Ostinati. Aber zum Beispiel ist eine Chaconne, wie man es auf Französisch sagt, oder Passacaglia sagt man auch, eher italienisch. Oder was gibt es noch? Lamento Bass sagt man manchmal auch. In der Rockmusik heißt es Riff. Ah, das habe ich schon mal gehört. Im Meer gibt es auch ein Korallen Riff. Ja, das Korallen Riff. Yes. Aber ist was anderes. Manchmal sagt man auch Vamp dazu. Vamp? Ja. Wie ein Vampir? Ich glaube, wie ein Vampir. Ich weiß nicht, warum das so heißt. Manchmal sagt man auch Loop, kann man auch sagen. In der neuen Musik, in der Techno-Musik, sagt man eher Loop. Das habe ich schon mal gehört. Ja, das glaube ich dir schon. Du bist sag mal, sehr gebildet. Sag mal, Bu, und wenn man so eine Bassform hat, ist dann die Melodie immer festgelegt oder ist die jedes Mal neu? Die Melodie kann man festlegen, aber man kann auch super darüber improvisieren. Das ist das Tolle. Und das ist das Tolle, das haben die früher schon so gemacht und das findet man in der Popmusik auch gut. Ja. Also die Beatles haben dann, manchmal hat der George Harrison so ein Solo drüber gespielt oder... Manchmal kamen auch Gastmusiker und Musikerinnen bei den Beatles vorbei. Ja, das ist eigentlich total praktisch. Man hat eine, wie so ein Backförmchen im Bass und darüber kann ein ganz neues Stück entstehen. Ja, und jedes Mal neu, oder? Verschiedene Streusel kannst du drüber machen. Verschiedene Streusel. Ja, Smarties. Smarties oder Guss. Ja, Schokolade. Algensalat. Algensalat, natürlich. Ja. Ja, ist klar. Genau. Es kommt, glaube ich, noch... Wer kommt jetzt noch vorbei? Und Vincent kommt! Ah, Vincent! Ah, das weißt du schon! Super! Ja! Ja. Genau! Dann freuen wir uns auf Vincent. Ja! Vincent kommt und der bringt seine Geige mit. Und dann werdet ihr zusammen das mal probieren, wie das so mit den Instrumenten funktioniert. Da bin ich sehr gespannt. Freue ich mich drauf. Ja, ich mich auch. Hallo, ich bin Vincent. Hallo Vincent, schön, dass du da bist. Sag mal, wie alt bist du denn? 9. 9 Jahre? Und wie lange spielst du schon Geige? 1,5 Jahre. Wow, klasse. Na dann übergebe ich mal an unseren super Musikus. Ja, danke schön. Mal gucken. Wir sind ja 2 Musikusse jetzt hier. Vincent, du hast ja was vorbereitet, ne? Diese 4 Töne, kannst du die mal kurz vorspielen? Perfekt. Das ist nämlich schon ein typisches Ostinato aus der Barockzeit. Und meistens kommt das so in der Passacaglia vor oder im Lamento auch. Das ist, wir sagen dazu Quartbass, aber das müsst ihr gar nicht wissen. Das ist nicht so wichtig, denn es ist einfach sehr schön. Wir spielen das mal sehr langsam und dann spiele ich eine Melodie darüber aus der Zeit von vor 400 Jahren. Jetzt wird's spannend. Ja, wir fangen mal zusammen an, ne? Einmal ist da Musik. Und das kann man stundenlang machen. Diese Melodie, die ich jetzt gerade gespielt habe, die kommt nämlich von einer Frau, die hat Gambe gespielt. Und Gambe war das Instrument, was man noch gespielt hat, bevor man das Cello erfunden hat. Oh. Und die hat selber gespielt und gesungen. Die hieß Barbara Strozzi. Vor 400 Jahren hat sie in Venedig gewohnt und gesungen. Wahnsinn! Und heute
kommen diese vier Töne nämlich in der Popmusik immer noch vor. Wirklich? Dafür muss man sie ein bisschen schneller spielen, aber es sind genau die gleichen Töne. Sollen wir das mal vorspielen, Klanguste? Ja, bitte! Na, Vincent, haben wir ja geübt. Das Lied heißt Hit the Road, Jack. Kennst du das? Das kenne ich tatsächlich. Ah, dann singen wir das ja. doch mal. Wir spielen mal ein paar Mal den Bass-Groove, ja? Ja. Yeah. Und dann singen wir zusammen. 1, 2, 3, 4. Und nochmal. Yeah. Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Yes. Und stundenlang geht das weiter. Jack. Das ist genau die gleiche Melodie von vor 400 Jahren oder von heute. Yeah. Ne? Klasse. Jetzt weißt du Bescheid, Klanguste, oder? Jetzt weiß ich Bescheid. Vielen Super. Dank für deinen Besuch. Bitte schön. Und für die tolle Musik. Bitte schön. Dankeschön. Das könnte aber noch ein bisschen flotter sein.